Servus Lavender und wir sind wieder in Crusader Kings 2 und heute geht es ein bisschen darum, neues Land anzuwerben durch verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen haben wir in der letzten Folge Dahl gefragt und ihm die Vasallisierung angeboten. Der will jetzt gleich Ja sagen und jetzt ist er eben unser neuer Vasall. Also er hat immer noch seinen Posten, aber ist eben unter uns eingeordnet. Das ist eine relativ einfache Möglichkeit, Land anzueignen. Funktioniert allerdings bei weitem nicht immer so gut wie bei dem, wie man hier relativ gut sieht. Andere Möglichkeit ist es einfach, wenn man es natürlich erbt. Man hat immer die Möglichkeit, dass irgendwo ein Charakter stirbt in einem Länder vererbt. Das ist natürlich eher selten der Fall. Kann aber passieren, zum Beispiel die drei Spanier unten sind sich anfangs gegenseitig auch ihre Erben. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich das Anheiraten von Titeln, indem man einfach Frauen anheiratet, die zum Beispiel einen Titel erben könnten. Wenn wir jetzt zum Beispiel annehmen, die Prinzessin von Ungarn wird von uns geheiratet. Da die Prinzessin von Ungarn, das ist wahrscheinlich... Die wird hier gar nicht angezeigt. Aber jetzt nehmen wir mal an, die würde den Titel erben und wäre Königin von Ungarn. Dann wären wir König von Schweden. Sie wäre König von Ungarn. Und unser Nachfolger würde sowohl den Titel König von Ungarn von ihr als auch den Titel König von Schweden von mir erben. Dadurch würden also die Titel zusammenfallen, wenn man einfach eine Frau hat, die einen Titel hat. Oder man kann einen Titel erobern. Erobern hat immer etwas damit zu tun, dass man einen Kriegsgrund hat für ein spezielles Land. Das kann so simpel sein, wie dass man einfach sagt, das sind Heiden, heiliger Krieg. Die Nordischen haben einen Kriegsgrund für Küstenprovinzen, und zwar für alle. Man hat, wie gesagt, immer einen heiligen Kriegsgrund. Man hat für die Jure Ansprüche, wenn wir zum Beispiel den hier nehmen... haben wir einen die Jure-Anspruch auf Engermannland, weil wir der König von Schweden sind. Und das die Jure-Königreich umfasst halt diese Provinz. Und deswegen haben wir einen die Jure-Anspruch auf dieses Reich. Dann gibt es noch wahre Ansprüche. Ansprüche sind ein richtiger Anspruch, der nicht nur die Jure ist, auf eine Provinz haben. Das wäre zum Beispiel, wenn wir jetzt unseren Kanzler dahin schicken würden und der uns einen Anspruch fingieren würde, hätten wir einen direkten Anspruch. Muss man auch immer aufpassen auf die Unterschiede. Wenn ich ihm einen de jure Anspruch Krieg erkläre, werden wir sein Lehnsherr. Das steht auch hier immer schon da, wenn wir den Krieg gewinnen. Werden wir der Lehnsherr von diesem Mann. Er bleibt aber Herrscher seiner kleinen Provinz. Er antwortet danach nur uns. Wenn wir einen Anspruch auf die Grafschaft per Kanzler erhalten, dann können wir ihn wirklich als Anspruchskrieg um die Grafschaft führen. Dann erhalten wir auch den Grafschaftstitel. Das steht dann aber auch immer bei, wenn wir den Krieg gewinnen dabei. Also hier zum Beispiel bei Heiliger Krieg um Nordland werden wir seine Titel übernehmen, weil wir ihn dann eben als Heiden aus dem Land vertreiben würden. Ansprüche kann man sich aber auch, man kann auch Ansprüche anderer Nationen, anderer Personen meine ich, durchsetzen. Wir haben zum Beispiel hier auch für diese Provinz gegenüber dem König von Norwegen haben wir einen Kriegsgrund, das sehe ich über diesen Bildschirm. Die Jure-Anspruch auf Wicken. Ah, das ist es gar nicht mal. Okay, habe ich jetzt keinen. Also wenn ich jetzt in meinem Land jemanden hätte mit einem Anspruch auf einen anderen Titel, kann ich auch versuchen, für ihn diesen Titel durchzusetzen. Auch das ist etwas, worauf man aufpassen muss. Wenn ich jetzt als König für eine andere Person einen Grafschaftstitel erobere, bekommt er diesen Grafschaftstitel und wird als Graf mein Vasall. Dann erweitere ich wirklich meine Lande. Also die Lande des Königreichs Schweden in diesem Fall. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel jemanden habe, der einen Anspruch auf das Königreich Norwegen hat und ich setze ihn für ihn durch, dann ist er danach immer noch ein unabhängiger König. Denn ein König kann nicht der Vasall eines anderen Königs sein. Man kann nur Vasall eines übergeordneten Herrschers sein. Entschuldigung.
Also so muss man da auch immer aufpassen. Man kann es natürlich trotzdem tun und sagen, dann habe ich einen König auf dem norwegischen Königsthron, der mich sehr gerne hat, weil ich seinen Titel erobert habe, aber der Nachfolger kann das schon wieder ignorieren. Von daher selten nutzvoll. Wenn man jetzt zum Beispiel einen Anspruch erobern will oder einen Kriegsgrund braucht, kann man auf den Titel gehen, zum Beispiel Grafschaft von Wicken. Hier gibt es jetzt keinen, aber zum Beispiel Herzogtum von Ostlandet gibt es auch keinen, aber Königreich von Norwegen, da Königreich gibt es immer welche. Anspruchsteller, das sind einfach Leute, die irgendwo rumlaufen und einen Anspruch auf den jeweiligen Titel haben und versuchen, diese in irgendeiner Art und Weise einen eigenen Hof zu holen, damit man einen Anspruch durchsetzen kann. Oder zum Beispiel sie anzuheiraten. Denn Ansprüche können auch vererbt werden. Zum Beispiel hier, schwacher Anspruch auf das Königreich von Schweden, kann an das Kind weiter vererbt werden. Wenn wir jetzt zum Beispiel für das Königreich von Norwegen Anspruchsteller diese Person hier nehmen, die hat einen schwachen Anspruch auf das Königreich von Norwegen, kann vom Nachfolger geerbt werden. Also wenn wir die jetzt heiraten würden, kann unser Nachfolger diesen Anspruch auf das Königreich von Norwegen von ihr erben und später durchsetzen. Das sind so die Möglichkeiten. Es gibt noch mehrere andere, eben um an Kriegsgründe zu kommen. Oft häufig ist einfach, dass man mit dem Kanzler sich irgendwelche Ansprüche durchsetzt. Und oft ist es dann auch einfach wirklich so, dass man zum Beispiel die Juretitel erschafft. Wenn man zum Beispiel Irland ist ein schönes Beispiel dafür immer nimmt. Hier schaut man sich jetzt die Jure-Herzogtümer an. Nehmen wir Connacht. Nein, nicht Connacht. Nehmen wir Munster hier. Das Herzogtum Munster, das existiert nicht. Oder existiert das? Okay, es existiert, verdammt. Einen Moment, ich brauche was anderes. Habe ich ein anderes Beispiel? Alster. Okay. Diese drei Provinzen zählen theoretisch zum Herzogtum Alster. Diese vier. Sind aber vier einzelne Provinzen. Alle unabhängig. Jetzt spiele ich als Alster. Nimm meinen Grafen. Lass mir von dem einen Anspruch auf Tiron machen. Der schafft das, ich erobere Tiron. Dann habe ich Alster und Tiron. Das sind zwei Provinzen. Das ist die Hälfte des Herzogtums Alster. Da ich die Hälfte halte, kann ich das Herzogtum Alster erschaffen. Und als Herzog von Alster habe ich einen Anspruch auf Oriel und Tyrconnel als meine Vasallen und kann dann diese angreifen, um sie damit zu meinen Vasallen zu machen. Aber ich glaube, dazu mache ich mal ein Lernspiel. Dazu ist Irland eigentlich perfekt. Zumindest 1066. Und wenn es dann zum Krieg kommt, das will ich jetzt einfach mal kurz zeigen, wie das funktioniert, indem wir zum Beispiel irgendwelche Heiden hier angreifen. Zum Beispiel das Kurland. Die sind nicht ein mögliches Ziel, aber zum Beispiel hier. Man muss immer dem höchsten Lehensherrn den Krieg erklären. Ich kann jetzt nicht einem Vasallen den Krieg erklären. Das können nur unabhängigen Herrschern der Krieg erklärt werden. Krieg erklären, heiliger Krieg um Finnland, geht um beide Provinzen. Dann erklären wir den Krieg. Man kann keine Kriege erklären, wenn ein Angebot ausgehoben ist. Das ist eine wichtige Lektion. Ich vergesse sie pro 10 Minuten ungefähr dreimal im Normalfall in einem meiner Let's Plays. Kann man gut beobachten. Manchmal ärgere ich mich drüber, aber so ist das. Jetzt haben wir den Krieg erklärt. Der Krieg ist hier unten angezeigt und der aktuelle Fortschritt. Wenn es Fortschritte gäbe, könnte man über einen Mausauber hier auch sehen, was, wie, warum die zustande kommen. Jetzt kann man Truppen ausheben. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das läuft alles über den Militärbutton. Später im Spiel gibt es sogenannte Ritterorden. Die kann man nur gegen Andersgläubige einsetzen und die werden mit Pietät bezahlt. Es gibt Söldner. Da hat man einmalige Kosten und danach monatliche Kosten und kann sie dann einsetzen. Die werden von ihrem eigenen Befehlshaber befehligt und kann man dann fröhlich durch die Gegend schicken. Man sollte immer aufpassen, wenn man einen Trupp anwirbt, wie die Männer aussehen. Es kann nämlich sein, dass der irgendwie gerade nur 300 Männer hat, weil er in seinem letzten Krieg alles Mögliche verloren hat und dann steht man da mit 300 Mann, für die man teuer Geld zahlt. Söldner sind teuer, sind aber sehr interessant. Denn alle Truppen, die man von Vasallen aushebt, sind zum einen davon abhängig, wie sehr sie einen mögen. Wir kriegen zum Beispiel keine von Thomas Johansen, weil der uns zwar mit 100 mag, aber er mag den Papst auch mit 100 und deswegen gibt er uns nichts. Und vor allem, wenn man Vasallentruppen ausgehoben hat, werden die irgendwann unzufrieden. Die sagen irgendwann, ich will meine Truppen wieder haben und dann
kriegt man einen negativen Beziehungsmalus für dafür, dass man eben Truppen ausgehoben hat. Der vergeht mit der Zeit wieder, aber kann zeitweise sehr nervig sein. Dasselbe gilt auch für Flotten. Man kann Flotten ausheben. Und es gibt noch das Gefolge. Das Gefolge gibt es nur, wenn man den Legacy of Rome DLC besitzt. Das Gefolge stellt eine stehende Armee dar. Das ist jetzt uninteressant, weil die muss man in Friedenszeiten aufbauen. Die kann man sich hier zusammensetzen aus den verschiedenen Kombinationen. Steigt die maximale Gefolgeanzahl, steigt mit der Forschung Militärorganisation. Und es ist eine stehende Armee, die immer da ist, die man auch nicht heimschicken oder wieder herholen muss, wenn man Krieg hat, sondern die ist einfach immer da. Dasselbe gilt übrigens auch für Söldner, solange man sie nicht entlässt. Wenn man Söldner angeworben hat, kann man trotzdem einen Krieg erklären. Nur, man darf eben keine Gefolge ausgehoben haben. Gefolge ausheben kann man auf zwei verschiedene Möglichkeiten machen, oder auf drei sogar. Man kann sie pro Provinz ausheben, über diese Button jeweils. Man kann sie pro Vasall ausheben, über diese Button. Oder man kann sie alle zusammen ausheben. Das hier oben ist das eigene Aufgebot aus der Domäne, aus den eigenen Provinzen. Die kann man immer ausheben. Das sind die Truppen, für die man auch am wenigsten zahlt. Beziehungsweise nicht für die man am wenigsten zahlt, sondern für die bekommt man keinen Malus. Da kommen nicht irgendwann die Vasallen und sagen, ich will zurückhaben, weil das sind ja meine eigenen Truppen. Hingegen die Vasallentruppen, da kann man zum einen die aus den Grafschaften einberufen oder einfach wirklich alle. Die werden sich, wie gesagt, irgendwann beschweren. Und jetzt bleiben wir mal, wie viele Truppen hat der denn? Also man kann, wie bereits erwähnt, hier dann schauen, wie viele Truppen der hat. Der hat nur 500 Mann, also sage ich mal, dass meine reichen. Schieb die hier zusammen und heb hier Schiffe aus. Das sind 15. Ein Schiff kann 100 Mann tragen, also reichen uns die 15 sicher nicht. Die 26 hingegen reichen uns mit Sicherheit. Und führen wir jetzt schnell einen Krieg und ignorieren den Rest mehr oder minder. Ach, das war jetzt natürlich nicht so intelligent. Hier haben wir einen Ruf zu den Waffen. Den akzeptieren wir jetzt einfach, weil es uns gerade vollkommen egal ist. Man kann Einheiten zusammenfassen. Man kann sie danach wieder aufteilen. Soweit das möglich ist. Es gibt immer Zusammenfassungen der Baronien. Die kann man nicht ineinander aufteilen. Und man kann die Aufstellung bestimmen über diesen Button hier. Das ist durchaus interessant, weil man hier zum einen kann man die Befehlshaber aufstellen und da werden beileibe nicht immer die besten Befehlshaber ausgewählt von alleine, denn da werden die Befehlshaber automatisch ausgewählt, denen die Truppen gehören. Das sind halt bei weitem nicht immer die besten. Also man kann hier, sollte man immer schauen, dass man hier gute Befehlshaber mit starkem Kampfkunstwert hat. Und man sollte, wenn es Verteilungsmöglichkeiten gibt, schauen, dass man alle drei Flanken gleichmäßig aufgerüstet hat. Warum, das zeige ich im ersten Kampfbildschirm. Schiffe werden zusammengefasst. Über diesen Button kann man sie auf Schiffe lagern. Fährt raus. Also mit Schiffen ist man meistens viel schneller als mit Marschieren. Deswegen mache ich das über Schiffe. Jetzt kommen wir zur Schlacht selbst. Das ist eine Schlacht. Oben der Angreifer, unten der Verteidiger. Wir, die Gegner. Es werden hier die drei Flanken angezeigt. Mit ihren Truppen. Mit eventuellen Toten, die sie bereits haben. Man hat hier die verschiedenen Mali. Wir haben jetzt hier eine amphibische Landung, weil wir eben aus dem Schiff heraus sind. Also zum Angreifen ist es eine schlechte Idee, weil man eben diese Modifikatoren bekommt. Ist uns im Augenblick egal. Und man hat die drei Flanken. Normalerweise kämpft Flanke gegen Flanke. Ist eine Flanke nicht oder nicht mehr vorhanden, weil sie bereits geflohen oder gefallen ist, greift die Flanke daneben an und bekommt dafür einen Flankenbonus von 30%. Deswegen ist es wichtig, alle drei Flanken zu besetzen. Weil diese Flanke hier wird jetzt von zwei Flanken angegriffen. Einmal gegenüber und einmal mit 30% von links. Und das wird diese Flanke einfach das Genick brechen. Abgesehen davon, dass sie natürlich aus numerischen Werten schon verloren haben. Es gibt immer eine Fernkampfphase, eine Nahkampfphase. Das war jetzt irgendwo anders, ist uns aber auch egal. Und nach der Fernkampfphase zieht sich die Verlorene zurück und wird verfolgt und dann ist sozusagen das große Abschlachten da. Die restlichen fliehen. Hat man eine Übermacht von 10-fach oder mehr, gibt es keine Überlebenden und der andere ist tot. Die verfolgt man in den besten Fällen. Hier in dem Fall ist es übrigens so, dass der Stamm der Tavasta mitgemacht hat, weil die verbündet waren mit denen. Aber die ignorieren wir jetzt einfach mal fürs Erste.
Denn darum geht es uns nicht einmal. Okay. Und jetzt haben wir die Schlacht gewonnen. Wir haben dafür bereits 5 Kriegspunkte erhalten. Einfach für die Schlacht. Für die 2 Schlachten. Und jetzt kommen wir zum Belagern. Wir haben jetzt hier übrigens einen kleinen Totenkopf, weil wir für diese Provinz Zermürbung erhalten. Das heißt, die Männer sterben einfach langsam, weil das Gelände so schlecht ist. Hier gibt es jetzt verschiedene Werte zu beachten. Zum einen, man muss jede Besitzung einzeln belagern. Also hier ist es jetzt nur eine. Aber hier könnte ja noch eine Grafschaft stehen, noch eine Stadt und vielleicht noch 2 Städte. Dann müsste man jede Besitzung einzeln belagern, um die gesamte Provinz belagert zu haben. Also müsste man zum Beispiel, wenn hier und hier jetzt noch was stehen würde, müsste man 3-mal jeweils belagern, um die ganze Provinz belagert zu haben. Das ist wichtig. Und die wollen mich jetzt von 2 Seiten angreifen, aber sonst ist es auch egal, es geht eben nur ums Demonstrieren. Und hier sieht man die Angreifer und die Verteidiger, das sind die beiden Moralwerte. Mit der Zeit sinken die Werte der Verteidiger langsam und irgendwann hat man gewonnen. Es ist eine Schlacht dazwischen gekommen, die will ich jetzt eigentlich gerade nicht sehen. Deswegen erkläre ich jetzt nur kurz nach dem Rennen den Belagerungsbildschirm. Man kann über diesen Button nach einer gewissen Zeit, die auch davon abhängt, wie viel stärker man als die Verteidiger ist, die Festung auch erstürmen. Also nicht warten, bis sie belagert ist, sondern einfach erstürmen. Das kostet natürlich wesentlich mehr Männer, geht aber schneller. Aber da muss man auch immer ein bisschen einschätzen können, wie viel Übermacht man da braucht. Hängt auch davon ab, wie voll der Moralbalken hier noch ist. Wenn er schon fast leer ist, kann man auch mit einer doppelten Übermacht vielleicht schon angreifen. Wenn er voll ist, sollte man mindestens eine 10-fache haben, um erfolgreich zu erstürmen. Also wenn sie halt noch voll ist, wie gesagt. Und dann am Ende der Kriegsführung kann man eben Frieden ausmachen. Es gibt 3 Möglichkeiten. Man kann kapitulieren, also aufgeben. Man kann einen weißen Frieden machen, das ist für den Verteidiger von Vorteil, für den Angreifer von Nachteil oder eben seine eigenen Forderungen erzwingen. Dazu braucht man normalerweise aber 100%, die man allerdings sehr schnell erhält. Also man muss da nicht immer das ganze Reich besetzen. Da geht es vor allem darum, dass man die Provinzen besetzt, um die es geht. Also wenn es jetzt zum Beispiel sowas wie das Heilige Römische Reich ist und ich will die Provinz erobern, dann steigt der Wert auch relativ schnell irgendwann mal auf 100%, wenn ich nur diese Provinz besetzt habe. Er muss dann nicht das ganze Heilige Römische Reich deswegen besetzen. Und das ist die Kriegsführung. Man sieht jetzt hier übrigens, dass das Aufgebot eurer Vasallen schon zu lange in Herfolge. Weil ich die Schiffe jetzt schon ein paar Wochen draußen habe, die sind nämlich von meinen Vasallen teilweise, sind die ersten Vasallen schon beleidigt. So schnell geht das. Deswegen vermeide ich es gerne, Truppen meiner Vasallen auszuheben. Und das ist die Kriegsführung. In den nächsten Videos werden wir über einzelne Sachen ein bisschen detaillierter besprechen. Da geht es dann auch um Taktiken, weniger um die Steuerung des Spiels. Wenn mir noch was einfällt, was ich in der Steuerung des Spiels vergessen habe, werde ich es natürlich nachreichen. Ihr könnt auch gerne was vorschlagen, was ihr hören wollt, worüber ihr genau wissen wollt. Wenn es zum Beispiel über den Herrschaftsbaukasten gehen würde, in dem man sich einen Herrscher bauen kann. Den kann ich mal beschreiben. Ich werde wahrscheinlich in einem Video die verschiedenen Eigenschaften detailliert durchgehen, auch wenn ich, also ich werde nicht alle vorlesen, weil das macht ja keinen Sinn, nochmal genauer drüber reden. Ich werde genauer über Erziehung sprechen, wie die Eigenschaften von Kindern zustande kommen. Über die Schulen werde ich noch sprechen, die zusammenkommen. Und mal schauen, was mir noch einfällt. Ansonsten könnt ihr auch gerne meine Let's Plays anschauen. Da setze ich mit mittlerem Erfolg je nach Gelegenheit mein eigenes Wissen um. Also ich vergesse Dinge ganz gerne, dann gehen halt Sachen auch mal schief. Ich bin jetzt nicht der effizienteste Crusader Kings 2 Spieler. Schaut rein, da sieht man die Sachen in Action sozusagen. Eventuell mache ich wirklich ein kleines Lernspiel mit Irland, wo ich schnell Irland einige, von Grafen zum König, ist vielleicht nicht uninteressant. Ansonsten sehen wir uns zum nächsten Mal und bis dahin viel Freude. Servus.